Vor 2 Tagen ist auch die Batterie bei mir am Auto kaputt gegangen. Da habe ich hier den Mann vom ADAC, den habe ich angerufen. Habe ich gesagt, Mensch, gestern lief doch die Batterie noch, warum läuft die heute nicht mehr? Sagt er auch, du, das ist wie mit der Oma. Den einen Tag steht die noch und dann... Der ADAC ist noch sehr ehrlich. Das ist so die letzte funktionierende Religion, finde ich heute. Auch steigende Mitgliederzahlen übrigens. Das ist ja auch wirklich, also das sind ja Multifunktionsgeräte, diese Handys mittlerweile. Ne? Die können ja alles. Ne? Die können, wenn das jetzt nichts mehr kann, kann ich ja quasi auch nichts mehr. Ne? Vor allem, ich habe hier vorher noch per GPS markiert, wo ich mein Auto geparkt habe. Jetzt ist mein Auto quasi auch weg. Das ist ärgerlich. Selbst wenn ich es wiederfinden würde, hier drin ist ja auch das Navi. Ne? Ich komme doch hier aus München nie wieder raus. Ich meine, sagst du, können Sie noch ohne Navi Auto fahren? Mal Hand hoch. Wer kann denn hier noch ohne Navi Auto fahren? Machen Sie mal Hand hoch. Oh ja, weil die Kameras da sind. Ne? Ja, ja. Aber benutzen tun Sie die trotzdem alle, die Navis. Ne? Alle benutzen wir die Navis. Meistens für die Strecken, die wir seit Jahren fahren. Und wissen Sie warum? Wissen Sie warum? Weil wir diese Ankunftszeit schlagen wollen. Deshalb. Ja. Wenn das Gerät sagt 12.43 Uhr, sitzen wir in unseren Karren und sagen, nee, 12.42 Uhr und bollern mit 80 durch die Spielstraße. Sag du mir nicht, wann ich da ankomme, ich sage mir, wann ich da ankomme. Ich mag Navis nicht, ich mag die nicht, diese Geräte. Die haben sowas Intimverletzendes, sowas Pornohaftes. Ich mag es nicht, wenn das Gerät sagt, ihre Route wird berechnet. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Es geht diese Frau nichts an. Es geht sie nichts an. Auch die Seitenhiebe auf mein Leben, 5-mal am Tag muss ich mir anhören, sie befinden sich in einer Sackgasse. Das weiß ich auch, Mann.